gehen. Gegen Ende des Turniers ist es wichtig, aggressiv zu spielen, um zu gewinnen. Sehr viele unerfahrene Spieler erstarren gegen Ende des Turniers, folden fast jede Hand und warten nur noch auf Top-Hände, mit denen sie dann all-in gehen. Gegen solche Gegner muss man aktiver und aggressiver spielen. Man muss nach Gelegenheiten suchen, bei denen man die Blinds stehlen kann. Da die Blinds gegen Ende des Turniers immer wertvoller werden, ist es sehr hilfreich, sie zu gewinnen, ohne dabei bis zum Showdown spielen zu müssen. Versuche einen gefährlichen Chip-Stackel aufzubauen. Der vorherige Tipp machte deutlich, wie wichtig es ist, die Blinds zu klauen. Es ist aber fast unmöglich, die Blinds zu stehlen, wenn man gerade mal das Zweifache der Blinds an Chips hat. Die meisten Leute werden ein All-in in solch einer Situation mitgehen. Pokerspieler lieben es, andere in Turnieren rauszukicken, und oft geben die Blinds ihnen auch die Odds dazu. Um also eine gute Chance zu haben, die Blinds zu stehlen, muss man mindestens das Dreifache, besser das Vierfache, der Blinds an Chips haben. Einen großen Chip-Stapel zu haben ist sehr wichtig. Wenn der eigene Chip-Stapel kleiner als das Vierfache der Blinds ist, dann sollte man auf alle Fälle versuchen, die Blinds zu stehlen, auch wenn man nur eine durchschnittliche Hand hat. Am Ende kommt es auf die Pat-Odds an. Man kann nicht erwarten, einen großen Vorteil gegenüber seinen Gegner zu haben, wenn man letztlich all-in geht. Meistens reicht ein geringer positiver Erwartungswert aus, um all-in zu gehen. Beispiel, man selbst ist in der Big-Blind-Position und man hat 10-7 auf der Hand. Die Blinds sind bei 200 bis 400 und jemand in mittlerer Position geht mit 950 Chips all-in. Alle gehen raus. Was sollte man tun? Mitgehen. Man muss nur noch 550 Chips in den Pot legen, der dann 2100 Chips groß ist. Man braucht also nur eine 26,1% Chance zum Sieg, damit der Call gerechtfertigt ist. Selbst wenn der Gegner AK hat, hat man gute Odds zum Callen. Es ist sehr hilfreich zu wissen, welche Odds verschiedene Typen von Startblättern bei einem All-in haben. Zum Beispiel ist die Chance, dass zwei hohe Karten wie AK gegen zwei niedrige Karten wie 6-5 gewinnen, 66%. Dagegen ist die Chance, dass ein kleines Pärchen gegen zwei höhere Karten gewinnt, ungefähr 55%. Wenn einem solche Wahrscheinlichkeiten unbekannt sind, dann sollte man ein paar Simulierungen mit Standardblättern durch unseren Senk-Simulator laufen lassen. Es ist fast unmöglich, profitabel STTS in höheren Limits zu spielen. Für die meisten Leute ist diese Warnung uninteressant, da nur wenige Leute 100 Dollar plus Dollarzeichen 9 Buben und höhere STTS spielen. Für die Leute, die 200 Dollar plus Dollarzeichen 15 oder 500 Dollar plus Dollarzeichen 30 Buben STTS spielen, kann es ziemlich schwierig sein, einen Gewinn in diesen Limits zu machen. Grund dafür ist, dass die Spieler in diesen Levels fast nur aus Profis, Semi-Profis und ernsthaften Spielern besteht. Hier einen Vorteil gegenüber den anderen Spielern zu haben, von dem man zumindest den Rake bezahlen kann, ist schon sehr schwer genug. Zweitens gibt es, nicht wie bei Ringgames, keine Begrenzung der Turniergebühr. Wenn man 5 Dollar Dollarzeichen 10 Ringgames spielt, zahlt man fast den gleichen Rake wie wenn man 50 Dollar Dollarzeichen 100 spielt, da die meisten Seiten den Rake bei 3 Dollar, manche bei 5 Dollar, begrenzen. Wenn man in den hohen Limits Ringgames spielt, dann hat man zumindest den Vorteil, dass der Rake relativ gesehen geringer ist. Ob man 3 Dollar von einem 1000 Dollar Pot abzieht, ist nicht so dramatisch wie wenn man 3 Dollar von einem 100 Dollar Pot abzieht. Im Gegensatz dazu müssen die High-Stakes-Spieler von 200 Dollar und 500 Dollar SNGS immer noch eine hohe Turniergebühr zahlen. Der Pokerraum nimmt bei einem 200 Dollar SNGS einen 15 Dollar Rake ein und bei einem 500 Dollar Buin SNG einen 30 Dollar Rake. Die Höhe des Rakes nimmt zwar mit steigendem Buin prozentual ab, aber der Rabatt, den High-Stakes SNG-Spieler bekommen, ist immer noch geringer als der, den High-Stakes Ringgames-Spieler bekommen. Da man in den höheren Limits sowieso nicht mehr einen so großen Vorteil gegenüber den anderen Spielern hat, ist der Rake eine große Hürde, die es zu überwältigen gilt. Multitape No-Limit-Turnier.
Die Popularität von No Limit Hold'em Turnieren nimmt immer mehr zu. Mitverantwortlich dafür sind die SOP, World Series of Poker und die World Poker Tour, welche auch im Fernsehen übertragen werden und bei denen viele Leute darauf hoffen, der nächste Champion zu werden und das große Geld zu kassieren. In der Tat werden die meisten Texas Hold'em No Limit Spiele in Turnierform gespielt. No Limit Hold'em Turniere haben eine sehr hohe Varianz, höher als No Limit Ring Games. Der Grund dafür ist, dass am Ende des Turniers, wenn nur noch zwei am Tisch sind, alles Geld pre-flop gesetzt wird und somit das Ganze eher an einen Münzwurf gleicht als Poker. Zum Beispiel sieht man am Endtisch eines No Limit Hold'em Turniers sehr, sehr häufig AK gegen ein Pärchen antreten. Ich will damit nicht sagen, dass man nicht No Limit Hold'em Turniere spielen soll, aber man soll bitte auch nicht denken, dass es hierbei nur um Können und nicht um Glück geht. Ein Zitat aus dem Film Raum, das, die gleichen fünf Leute schaffen es jedes Jahr zur World Series of Poker. Es beschreibt genau das Gegenteil der Wahrheit. Man muss verdammt viel Glück haben, um ein No Limit Turnier zu gewinnen, denn man muss solche Münzwurfsituationen öfters all die anderen gewinnen. Anfang genug über No Limit Hold'em Turnier gepredigt. In Bezug auf die Strategie sind No Limit Turniere und No Limit Ring Games sehr unterschiedlich. Man kann einfach weniger bluffen, denn die Stacks der Leute tendieren dazu, im Verhältnis zu der Größe des Pots, kleiner zu sein. Da auch die Chips, die man durch einen Bluff gewinnen kann, weniger wert sind als die Chips, die man möglicherweise verliert, sind Bluffs allgemein weniger wertvoll. Viele von euch sind vielleicht jetzt verwirrt, weshalb wir an dieser Stelle ein Beispiel bringen. Wenn man 1000 Chips zum Bluffen einsetzt, um einen Pot mit 1000 Chips zu gewinnen und man ungefähr eine 50% bis 60% Chance hat, den Pot zu gewinnen, dann würden wahrscheinlich viele das Risiko eingehen. Aber die 1000 Chips, die man gewinnen kann, sind weniger wert als die 1000 Chips, die man verlieren kann. Wenn man insgesamt 2000 Chips hat, dann ist der negative Effekt, nur noch 1000 Chips zu haben, größer als der positive Effekt, wenn man gewinnt und 3000 hat. Die 1000 Chips sind kein echtes Geld. Der einzige monetäre Wert, den das Turnier hat, ist der, wenn man alle Chips gewinnt oder alle verliert. Und alle zu verlieren ist wichtiger, denn man bekommt wenigstens einen Preis, wenn man erst spät all seine Chips verliert. Wenn der Bluff nicht funktioniert, dann hat man nur noch die Hälfte der Chips. Aber wenn man den Bluff gewinnt, verdoppelt man nicht seine Chips. Das ist der Unterschied. Das soll jetzt aber auch nicht bedeuten, dass man einfach die ganze Zeit rausgehen soll, bis man am Endtisch ist. Bis dahin würden die Blinds einem die Chips auffressen. Man muss also auch ein paar Pots gewinnen, um zu überleben. Gegen Ende kann man darüber nachdenken, Pots zu gewinnen, mit denen man das ganze Turnier gewinnt. Aber meistens muss auf ganz einfache Weise Pots gewinnen, damit man nicht verliert. Am Anfang des Turniers sollte man vermeiden, große Risiken einzugehen. Meistens sind die Chips, die man gewinnen kann, das Risiko nicht wert. Wenn du den Flop relativ günstig sehen kannst und du hast Seated Knicked Odds, dann geh mit. Wenn jemand Preflop All-In geht und du AA hast, dann geh mit. Was ich aber nicht empfehlen kann, ist ein All-In zu bluffen. Am Anfang möchte man ab und zu einen großen Pot gewinnen, wenn man die beste Hand hat. Man muss sich schwache Spieler aussuchen, die einen dann bezahlen. Mitten in der Mitte des Turniers muss man dann den Gang wechseln. Dadurch, dass die Blinds teurer werden, kann das Stehlen der Blinds dabei helfen.